Ein Mann, seine Maschine. Verträumter Penäler, Bummelstudent, verhinderter Künstler, Computerbastler, gescheiterter Unternehmer, Ehemann und fünffacher Vater, verkannter Weltverbesserer, überspannter Erfinder. In seinem eigenen Land nicht anerkannt, in die Provinz verschlagen, findet in der Schweiz seinen ersten wissenschaftlichen Auftraggeber. Er präsentiert seine Maschinen auf angesehenen internationalen Messen. Patentanmeldungen und das Familienunternehmen scheitern, kurz danach ist sein Name vom Markt verschwunden. Wertgeschätzt als ehrlicher Charakter, ein Mann, der immer nur das Gute im Menschen sah. Ein Visionär, er sagt Robotern und Computern eine große Zukunft voraus. Weil er Recht behält, werden ihm späte Ehrungen zuteil. An mehreren Orten sind einige seiner Maschinen ausgestellt und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute gilt er endgültig als Vater des Computers. In einem Interview, das 1990 von Matthias Knauer mit einem der letzten Zeugen für die Urgeschichte des Computerbaus geführt wurde, erzählt Konrad Zuse. Ich wurde in Berlin geboren, kann mich also als alten Berliner fühlen, aber blieb nur bis zum zweiten Lebensjahr dort. Dann wurde mein Vater als Postbeamter nach Braunschweig in Ostpreußen versetzt. Und dort habe ich die erste Jugend verlebt, besuchte ich das humanistische Gymnasium Hosianum, 8 Stunden Latein die Woche, das fragte mir gar nicht. Und habe da also auch in technischer Hinsicht kaum Anregungen gehabt. Braunschweig, Ostpreußen gab es keine Industrien, keine Technik, auch nichts in der Nähe. Mit etwa 15 Jahren wurde mein Vater dann nach Hoyerswerda in Schlesien versetzt. Dort kam ich auf ein sogenanntes Reformrealgymnasium, in dem ein ganz anderer Geist herrschte. Das behagte mir natürlich mehr. Und es gab auch eine technische Umgebung dort. In der Nähe waren die großen Braunkohlengruben mit ihren großen Baggern, großen technischen Einrichtungen, das Lauterwerk, ein bekanntes großes Werk für Aluminium. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war das Bauen mit dem Stabilbaukasten. Ich habe versucht, die Kräne zu bauen und die Bagger nachzubauen, die ich dort in den Braunkohlengruben beobachtete. Ich habe Wettbewerber da auch mitgemacht und konnte auf die Weise zu immer größeren Kästen kommen. Das hat mir sicher sehr viele Anregungen gegeben. Ich habe immer vorgezogen, die mechanischen Konstruktionen, als später es modern wurde, Radiobastler zu sein. Da habe ich mich damit kaum befasst. Der Schüler Konrad zeichnet mit Leidenschaft, karikiert Mitschüler und Lehrer, er aquarelliert. Ein Zeichenlehrer unterstützt ihn. Lange weiß er nicht, ob er einen künstlerischen oder technischen Beruf wählen soll. Die Metallbaukastenerfahrung, seine naturwissenschaftliche Begabung sowie die Einsicht, dass lebendige, schöpferische Menschen ihr kostbares Leben nicht mit nüchternen Rechnungen verschwenden sollen, bewirken, dass Zuse im Chippendale-Wohnzimmer seiner Eltern mit 26 Jahren seine erste rein mechanische Rechenmaschine baut. Maria und Emil Zuse unterstützen aktiv ihren Sohn. Mutter Maria sorgt für die Verpflegung der helfenden Studienfreunde und Vater Emil übernimmt zeitweise die aufwendigen Aussägearbeiten. Der Nationalsozialismus ist prägend für die damalige Zeit. Auch wenn Zuse nie Mitglied der NSDAP wird, zeigt er während des Krieges keine erkennbaren Vorbehalte gegen die Arbeit in der Rüstungsindustrie. Da er seine Ideen durchsetzen will, muss er sich mit den Mächten einlassen. Zuse nimmt aber nie an Kriegshandlungen teil, er ist überzeugt, dass seine Arbeit an den Maschinen wichtiger ist. Die Elternwohnung wird zu eng und Konrad Zuse mietet größere Räume an, zuerst in der Mettfesselstraße und später in der Oranienstraße. Hier setzt er alle Kraft in den Bau seiner Maschinen. Aber die Rekrutierung von Arbeitskräften ist schwierig, denn alle wehrtauglichen Personen leisten Kriegsdienst. Zuse erweist sich auch auf diesem Gebiet als erfinderisch. Ein Konstrukteur, der eine längere Zeit in einer Nervenheilanstalt verbracht hat, leistet bei der Entwicklung der Maschinen hervorragende Arbeit. In einem normalen Betrieb wäre er mit seinen Eigenarten vermutlich des Öfteren angeeckt. Bei uns gab es mit ihm kaum Probleme, urteilt Zuse später. In der blinden Lehranstalt Marburg findet Zuse die dringend benötigten Mathematiker. Zudem besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen der Blindenschrift und den Lochstreifenschriften, die zur Verständigung mit dem Rechner dienen.
Konrad Zuse baut den ersten zufriedenstellend arbeitenden Computer der Welt, die legendäre Rechenmaschine Z3. Nach seiner vollkommenen Zerstörung, zu sehen ist hier der historisch getreue Nachbau von 1961, beginnt er mit der Entwicklung der Z4 und lernt Gisela Brandes kennen. Wir haben uns im Konzert Pfingsten 1944 kennengelernt und dann im November verlobt und am 6. Januar 1945 geheiratet. Der Russe stand schon vor Berlin und zwei Drittel von Berlin war schon zerbombt in lachen Trümmern. In der Endphase des Krieges versucht das Ehepaar Zuse, sich und die Z4 zu retten. Sie fliehen von Berlin nach Göttingen. Hier wird Zuse direkt mit den Gräueltaten des Regimes konfrontiert, denn... Nun wurde es dort natürlich auch die Frage, sollen wir dort bleiben? Es hätte ja auch Göttingen bombardiert werden können. Und das Luftfahrtministerium meinte, wir sollten das Gerät in die unterirdischen Werke im Harz bringen. Das war uns ein neuer Begriff, denn es war ja damals alles geheim gehalten. Wir wussten davon nichts und haben das besichtigt, wurden da das erste Mal mit den harten Bedingungen der Konzentrationslager konfrontiert. Dort wurden in unterirdischen Stollen die V1, die V2 gebaut. Der Eindruck war da für uns so niederdrückend, dass wir uns sagten, auf keinen Fall das Gerät dorthin zu bringen. Zuses versuchen sich, sowie die Maschine, weiter in Sicherheit zu bringen und flüchten ins Allgäu. In Hinterstein findet Konrad Zuse ein geeignetes Versteck für seine Maschine und, nach einigen Umzügen im gleichen Ort, im Haus Tannheimer eine Bleibe für die Familie. Es war natürlich in der Zeit sehr schwierig. Wenn man es einkaufen wollte, musste man eine Stunde nach hinten lang laufen, eine Stunde zurück. Es waren dort ziemlich Schwierigkeiten, weil wir keine Lebensmittelkarten hatten. Und das mussten wir sehen, wie wir irgendwie was zu essen kriegten. Ne? Am Anfang jedenfalls. Und dann kam auch das Baby. In Hinterstein wohnten wir in einfachem Bauernhaus, einem Zimmer. Und die Besitzerin des Hauses, die hat Gemsen gemalt für die Amerikaner. Mein Mann sollte ihr helfen. Dafür haben wir dann Brot gekriegt. Und dann hat er auch noch einen Holzschnitt von Hinterstein gemacht. Nun dienen die künstlerischen Arbeiten von Konrad Zuse dem Familienunterhalt. Und auch hierbei erweist er eine erstaunliche Begabung. Zugute kommen ihm bei diesen Arbeiten sicherlich auch seine Erfahrungen als Reklamezeichner während der Studienzeit. An eine Fortführung der Arbeit an und mit der Z4 ist vorerst nicht zu denken. Und so nutzt Zuse die Zeit der Weiterentwicklung seiner universalen algorithmischen Programmiersprache unter der Bezeichnung Plankalkül. Etwa Mitte 1946 erfolgt der Umzug der Familie Zuse nach Hopfenau. Gemeinsam mit früheren Mitarbeitern wird die Maschine dort wieder zusammengebaut und in Gang gesetzt. Ein Jahr später wird hier das Zuse Ingenieurbüro Hopfenau bei Füssen gegründet. Großen Gestellen, in dem lauter Relais, so wie man es eigentlich früher von den Telefonämtern her kannte, drin waren. Fast der ganze Raum voll und dann davor war dieses Arbeitspult mit den Tasten und einem kleinen Bildschirm schon drauf. Und das Ganze war natürlich sehr verwirrend für uns, vor allem diese vielen Drahtverbindungen zum Nebenraum hin, da wo auch noch Geräte drin standen, die Motoren dazu, also diese ganze Maschine angetrieben haben. Für uns war es einfach etwas, was wir nicht begreifen konnten, was man damit machen wollte. Aber sie waren überzeugt davon, dass man damit später einmal alles rechnen können wird, was man überhaupt rechnen will. Und zwar in Windeseile, wie man damals noch sagen konnte, nicht in Hundertstelsekunden, wie man jetzt rechnet. Die Familie hat sehr arm gelebt, denn jeden Pfennig, den er erübrigen konnte, hatte er ja in seine Maschine gesteckt. Hatte also nur das eine Ziel, an dem zu arbeiten und das Letzte dafür zu opfern. In Hopfenau arbeitet Ursula Walk als Programmiererin an der Rechenmaschine Z4. Sie ist die erste Programmiererin in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Zuse erkennt schon früh die geschlechtliche Diskriminierung von Frauen in seiner Zeit. So sagt er zum Beispiel über seine Schwester, sie hatte das Pech, in der damaligen Zeit als intelligenter Mensch und Frau geboren zu sein. Im Nachkriegsdeutschland besteht die große Aufgabe, den Anschluss an die moderne Technik zu finden, um damit die Zukunft des Landes zu sichern. Und der junge Unternehmer, der aus dem Nichts eine Maschine geschaffen hat, gründet in Neukirchen, Kreis Hünfeld, Hessen, seine Firma um in die Zuse KG.
Wenig später erfolgt der Umzug nach Bad Hersfeld. 1951 arbeiten in der Firma schon 28 Leute. Das, der Studiengang Informatik gab es ja auch nicht. Das stand dort in der Bad Hersfelder Zeitung: Aus Bäcker und Friseure macht Konrad Zuse Ingenieure. Vom Beruf bin ich Metzger. Und nach dem Krieg war es hier sehr schlecht mit Arbeit. Es gab viele Arbeitslose und somit haben wir alles angenommen, was sich geboten hat. Und ich kam dann auch auf die Idee, mich bei der Firma Zuse zu melden, bin aber zweimal abgewiesen worden. Bis zum dritten Mal hat es geklappt. Ich wurde dann eingestellt und wurde Fernmeldemonteur an Lernling und habe dann bis zu meiner Pensionierung 22 Jahre gearbeitet. Der Unternehmer Zuse hat eine ausgesprochene Stärke. Er kann Mitarbeiter begeistern, motivieren und sorgt für ein hervorragendes Betriebsklima. Die Firma Zuse war mir natürlich schon längst ein Begriff in Bad Hersfeld. Und zwar war sie damals untergebracht, sehr zentral in den Gebäuden einer ehemaligen Tuchfabrik, Tuchfabrik Rehn. Aber die Firma war an und für sich in Hersfeld in der Kleinstadt ohnehin doch recht gut bekannt. Und zwar auch bekannt für sehr gutes Betriebsklima. Das war also dieser Ruf, der haftete ihr eigentlich schon von Anfang an an. Er hat die Mitarbeiter hat er sehr geschätzt. Er war keineswegs überheblich. Das waren wirklich Mitarbeiter. Und nicht umsonst, wie erwähnt, herrschte ja dort das beste Betriebsklima. Das war also hier nicht so hierarchisch irgendwie besonders aufgeteilt. Auch Folgendes, er selbst hat auch mitgearbeitet. Und zwar, wenn meinetwegen Fehlersuche notwendig war. Dass er dann also, weiß ich, bis spät in die Nacht mit im Betrieb war und hat da also mitgesucht. Und hat dann seinen Mitarbeitern erlaubt, am nächsten Morgen später zu kommen. Die kamen aber auch um 7, wie er, weil sie ja wussten, er ist auch da. Ich erinnere mich, dass also der Personalchef mich Herrn Dr. Zuse vorgestellt hat. Und er war ja sowieso ein etwas zurückhaltender, wortkarger Mensch, möchte ich sagen. Sodass da also irgendwelche Besonderheiten mir nicht haften geblieben sind. Er war ja sowieso ein sehr bescheidener Mensch und hatte also auch ein, kann man sagen, kleines, bescheidenes Büro. Er war kein Typ, der also irgendwie Kaffee trank. Im Gegenteil, er hat also eher den Muckefuck bevorzugt oder Säfte. Oder er brachte dann meinetwegen sein Schächtelchen mit Obst mit. Das war eigentlich nicht so das, was man sich normalerweise unter einem Chef vorstellt. Er war da sehr bescheiden und auch, sagen wir mal, gesundheitsbewusst. Er hat dann lieber einen Apfel gegessen, als irgendwie jetzt etwas, was ihm vielleicht weniger bekommen wäre. Das Familienunternehmen wächst. Die Rechner finden bei Universitäten und in der Industrie großen Anklang. Ich habe dann, da der Computereinsatz in aller Munde war, nur die Bauunternehmen haben das alle nicht studiert und mussten die Dinge aber einsetzen, habe ich eine Sonderschau Computer am Bau bei allen Messen eingerichtet, bei allen Baumessen, die bisher immer nur Baustoffe, Bauverfahren, Bautechnik gezeigt haben, nun eine ganze Halle angemietet und gesagt, Computer am Bau, die Hard- und Software haben wir vorher getestet, ob die auch würdig waren, da aufzustellen. Für die Messe war das ein Zusatzeinkommen und für die Bauunternehmung war das auch eine ideale Sache. Sie konnten geprüfte Hard- und Software einsetzen. Und bei allen Messen, Computer am Bau, gab es eine Konrad Zuse-Gemäldeausstellung. Die Eröffnungsrede hat Konrad Zuse meist mitgemacht und so wurde er bekannt. Und viele Bilder wurden verkauft. Sie sehen überall die Bauwirtschaft. Da kommt immer der Baumensch Zuse mit raus. Und immer das Viereckige, die Logik,
die in der Wissenschaft eingezogen ist, und die Innereien des Computers hat er auch damit darin verwirklicht. Farbenfroh, blau war seine Lieblingsfarbe. Die Motive seiner Bilder entstanden nach seinem Gemütszustand. Er hat nicht nach einer Vorlage gemalt, sondern nach seinem Innerleben. An wen er gerade gedacht hat, um was er gedacht hat, so sind einige Bilder mit frohen Farben und die anderen Bilder sind etwas trist geworden. Zuse begeistert sich schon als Kind für Kunst und Maschinen und versteht es auch, bei seinen Kindern frühzeitig das Interesse an Technik zu wecken. Ich durfte ja immer mit in diese Zuse KG gehen und da haben mir die Mitarbeiter erzählt, was da gemacht wird. Also ganz verstanden habe ich das nicht, aber die haben mir die ganzen Bauteile gezeigt. Das waren also Relais und Kabel und Transformatoren und Röhren und was. Das war ja eine Firma, die an der Forschungsfront arbeitet. Das habe ich natürlich mitgekriegt. Die Teile, die alle übrig blieben in der Firma, also die für irgendwelche Projekte nicht mehr gebraucht wurden oder Teile, die nicht exakt genug für die Maschinen arbeiteten, naja, die kam ins Lager zurück und dann durfte ich die mit nach Hause nehmen. Also da gab es eine Anordnung von meinem Vater an den Chef des Lagers, alles, was wir nicht brauchen, ab in mein Auto für meinen Sohn. Und da hatte ich die halbe Garage voll, von solchen Teilen. Das war einzigartig damals. Ich weiß nicht, wie viele so junge Kerle wie mich es da gegeben hat, die Zugriff zu solchen Bauteilen hatten. Und mit den Teilen, was habe ich gemacht? Naja, also Punkt 1 habe ich erstmal eine Telefonanlage gebaut. Wir hatten ein relativ, das heißt großes Haus, aber über viele Stockwerke verteilt. Und damals gab es noch diese Wähltelefone und mit diesen Relais und Schrittschaltern konnten sie herrlich selbst eine Telefonanlage bauen. Da war ich ungefähr 12 Jahre alt, 1957. Und da hatte ich eine wunderschöne Anlage, die vollautomatisch fuhr, gesteuert durch Lochstreifenleser programmiert. Und da hatte ich schon die erste programmgesteuerte Märklin-Eisenbahn. Neben diesen technischen Basteleien gibt es natürlich auch noch die alltäglichen Dinge. Um Schule und Erziehung kümmert sich Mutter Gisela. Wenn die Kinder Probleme in der Schule hatten, das hat er eh nicht verstanden. Das war Aufgabe der Mutter. Also das konnte er gar nicht verstehen, dass man da irgendwelche Probleme haben könnte. Er war, glaube ich, auch nie in der Schule. Und er war ein typischer Ingenieur und er hat auch einen sehr schwarzen Humor gehabt, den also nicht viele verstanden haben. Und ich weiß nicht, ob er jemals in einem Lebensmittelladen war und sich selbst was gekauft hat. Auch in seiner Firma überträgt Konrad Zuse pauschale Anfragen möglichst seiner Sekretärin. Da schrieb einer der Mediziner hinterher, ich glaube es war 62, schrieb der dann, was Zuse denn davon hielte, wie weit die Computer für die Medizin nützlich sein könnten. Und dann gab er mir den, bitte beantworten. Also dann stand da nur dran, beantworten am Rande. Und da musste ich mir was einfallen lassen. Und dann habe ich natürlich meine Fantasie spielen lassen und habe es durchaus für möglich und denkbar gehalten, etc., etc. Und das hat er dann unterschrieben. Und so ist dann hin und wieder schon mal irgendwie was gewesen. Wie gesagt, also Redundanz, möglichst delegieren, sich nicht mit unnötigen, unnötigen oder unwichtigen Dingen befassen. Andererseits interessiert sich Zuse zeitlebens für technische Lösungen von Alltagsproblemen. Hier der Entwurf für einen Warenausgabeautomaten aus der Studienzeit. Also, wenn er unterwegs war, zum Beispiel, fiel ihm ein, was könnte man denn noch verbessern? Automatische Abblendeinrichtung für Autos oder automatische Scheibenwaschanlage. Also solche praktischen Dinge, die ihm unterwegs irgendwie gerade so einfielen auch. Es war schon ein außergewöhnlicher Kopf, genial in jedem Falle, der, wie gesagt, sich nicht irgendwie einspurig auf ein Thema beschränkte, sondern sehr vielseitig und mit allen Dingen, die ihm irgendwie unterkamen, doch beschäftigte. Konrad Zuse war ein Visionär, der Zukunftsbilder entwerfen konnte. Ihn beschäftigten aber auch die Folgen der Technisierung, insbesondere für kommende Generationen. Und er hat gesagt, Kinder müssen zum ersten Mal müssen lesen, sie müssen spielen. Und der Computer gehört dann
erst an zweiter, dritter, vierter Stelle dazu, denn die Entwicklung eines Menschen sollte nicht negativ durch den Computer beeinflusst werden. Er war schon in Sorge, und das ist ja auch so ein gutes Stück eingetreten heute, dass sich viele Kinder zu sehr mit dem Computer befassen, zu viel Zeit schon vorm Computer verbringen und dabei das vernachlässigen, was die eigentliche Persönlichkeitsbildung ausmacht. Und das lag ihm immer sehr am Herzen, das auch zu verdeutlichen. Computer war für ihn immer nur ein Hilfsmittel, aber kein Lebensmittelpunkt. Er wollte das Leben der Menschen verbessern. Er wollte nicht, dass der Computer den Menschen beherrscht, sondern dass der Mensch mit Hilfe des Computers auch seine sozialen Bedingungen verbessern kann. Ihm war schon sehr klar, das weiß ich, dass die Unterschiede in der Welt sehr groß sind und nicht sein müssen. Dass auf der einen Seite Überfluss ist, Überfluss auch produziert wird und auf der anderen Seite eben Mangel. Dies ist nicht das, das sollte nicht bewusst sein, dass also Leute hungern und die anderen im Überfluss leben, sondern ihm ging es darum, die Verteilung der Güter logischer zu vollziehen und dass der Mensch für sich genommen dazu gar nicht in der Lage ist, dies auch immer in der Endkonsequenz auch zu beherrschen. Dies müsste sozusagen über ein Programm, das schneller ist, als der Mensch denken kann, geschehen und unsinnige Ressourcenvergeudung vermieden wird, ohne dass damit aber auch ein Verlust an Lebensqualität passiert. Ich glaube, dass mit der Erfindung des Computers, den er uns in die Hand gegeben hat, uns ein Werkzeug, muss ich sagen, pardon, ein Werkzeug, das Wort Werkzeug ist vielleicht zu wenig gesagt, aber im positiven Sinne ein Werkzeug in die Hand gegeben wurde, mit dessen Hilfe wir einen weiteren Schritt bei dem Erkennen der Welt und beim Beseitigen von sozialen Ungerechtigkeiten. Suses soziale Kompetenz sowie seine umgängliche Wesensart bestätigen sich auch in der Beständigkeit seiner mitmenschlichen Beziehungen. So berichten Wegbegleiter über ihn. Als ich anfing, war mir schon klar, dass es ein sehr heller Kopf, will ich mal sagen, war. Der aber, ich meine, wie meistens Leute, die wirklich intelligent sind und, sagen wir mal, volkstümlich etwas auf dem Kasten haben, die haben es nicht nötig anzugeben. Und das war bei ihm also stark ausgeprägt. Publicity war seinerzeit überhaupt ein totales Fremdwort. Er war ein sehr angenehmer Mensch, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Er war bescheiden, er war zurückhaltend, er hat sich nicht aufgedrängt. Aber man hat gespürt, dass er eine große Persönlichkeit ist. Und er hat mich wirklich fasziniert in der Begegnung. Auch wenn er von anderen Seiten schon mal angegriffen wurde, er war immer der, der es wieder beibuch. Dann auch sein Humor zeigt sich also auch noch beispielsweise in dem Aufnahmeantrag von der Gesellschaft für Informatik. Die Mitgliedsnummer, natürlich bin ich her, 11000000. Geburtsjahr 11101110110. Derzeitige Tätigkeit laut Angaben im Aufnahmeantrag: Gelegenheitsarbeiter, Kritiker, Meckerer. Interessenrichtung innerhalb der Informatik: mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, die Informatiker zu verstehen. Wenn er so durch den Park lief und wenn man ihm so begegnete, war er zunächst mal sehr ernsthaft, auch vom Gesichtsausdruck. Und man konnte seinen Humor eigentlich erst kennenlernen, wenn er sprach und wenn er erzählte. Und da kam sein ganzer Humor zur Geltung und er hatte wirklich tiefgründigen Humor. Das zeichnete ihn aus. Lebensfreude und der typische Berliner Mutterwitz kennzeichnen Konrad Zuse. Und so beweist er auch Humor bei der Aufstellung seiner ersten Maschine in der ETH Zürich. Das einzig Interessante am Zürcher Nachtleben, meint Zuse, denn sie rattert auch über Nacht, ohne Aufsicht. Konrad Zuse war ein Mensch, der sehr bescheiden war, der sich aber seiner Bedeutung voll bewusst war. Gisela Zuse unterstützt und bestärkt ihren Ehemann und sorgt für den Rückhalt der Familie.
der abstrakten Tätigkeit, die er ja nun durch seinen Beruf hatte, und sehr viel Technik, tat es ihm ja wohl, dann im Schoße der Familie die Nestwärme praktisch dann zu Hause zu finden. Und das hat er auch zu schätzen gewusst. Und zwar hat er hier in der Geburtsanzeige seines jüngsten Sohnes ein Schaltschema praktisch erstellt. Ich müsste es vielleicht mal kurz erläutern. Da ist zur Linken, hat er die Geburtsdaten, das heißt erstmal Eheschließungsdatum von KZ und GB, also Konrad Zuse, Gisela Brandes. Dann kommt meinetwegen die Konjunktion und dann ist die weitere nächste Spalte männlich-weiblich. Und da ist das fantastisch programmiert mit männlich-weiblich. Da kommt zuerst Horst Zuse rechts, dann links Monika, rechts Ernst, links Hannelore, rechts Klaus-Peter. Das Familienunternehmen Zuse ist eine Zeit lang Schauplatz neuartiger und avancierter Computerentwicklungen. Die Rechner der Konrad-Zuse-KG findet man in ganz Deutschland. Sie stehen aber auch in der damaligen DDR, in Tschechien und in Österreich. Sogar in die USA liefert die Firma Zuse ihre Rechner. Das schnelle Wachstum überfordert jedoch Mitte der 60er Jahre den steil aufgestiegenen Familienbetrieb. Banken sind leider nur gegen hohe Zinsen bereit, Kredite für das ihnen unbekannte Computergeschäft zu geben. Also eine Menge Geld hätte geholfen und ein großer Organisator neben Zuse hätte auch geholfen. Und er hat halt nie gesehen, woher er diese Menge Geld kriegen könnte. Er war aber auch sehr vertrauensselig und gutgläubig. Und deshalb ist er ja auch öfter mal an die falschen Leute geraten. Die negative Entwicklung zog sich ja schon über viele Jahre oder über einige Jahre hinweg, sodass also eigentlich auch immer wieder von dem ersten Teilhaber über den zweiten, das war Rheinstahl, das war dann BBC, da gab es ja immer wieder Einschnitte, die waren schon herb. Und ich denke, dass die Herrn Professor Zuse auch schon sehr zugesetzt haben. Und zwar nicht nur das, was ihn selbst betraf und sein Werk, sondern auch die Mitarbeiter. Also Wutausbrüche habe ich bei ihm eigentlich nie erlebt. Nein, er war eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch und sehr beherrscht. Also auch selbst, als es der Firma dann nachher schlecht ging, hat er also versucht, das auch selbst mit sich in erster Linie auszumachen. Nach außen hin hat er das also möglichst nicht gezeigt. Die Zuse KG wird Mitte der 60er Jahre von der Firma Siemens übernommen. Dann hat die Siemens AG auf meinen Antrag hin den Beschluss gefasst, dem betriebsfremden Konrad Zuse eine Pension zu zahlen. Und das ist einmalig in der Geschichte in Deutschland überhaupt, dass ein Fremder einer Firma von dieser Firma einen lebenslangen Unterhalt kriegt. Vielleicht ist das Thema, einem Menschen eine Pension zu zahlen, der nie in der Firma gearbeitet hat, für heutige Manager ein unmögliches Problem. Damals war das, glaube ich, ganz anders. Im Siemens-Bereich hat man sich vorgestellt, da gibt es den Erfinder des Computers, und der heißt Konrad Zuse. Und aus Gründen, die er eigentlich auch gar nicht genau zu vertreten hat, ist das irgendwo alles daneben gegangen. Und den kann man wohl nicht verhungern lassen, ich darf das mal so einfach formulieren. Die Themen, die in diesem Mitarbeitervertrag angesprochen werden sollten, haben wir ihm dann überlassen. Auch ein bisschen nach meiner Überlegung. Er ist der große Mann der EDV und wir schreiben ihm nicht vor, worüber er nachzudenken hat. Die Motivation auf meiner Seite, hatte ich den Eindruck, dass er ins tiefe Loch gefallen ist, also nicht mehr Unternehmer war, aber befreit war von den finanziellen Verpflichtungen. Nach seiner Unternehmertätigkeit beschäftigt sich Zuse mit theoretischen Grundlagen der Computertechnik, schreibt unter anderem sein Buch zum rechnenden Raum und ist als Berater tätig.
Daneben widmet er sich im Ruhestand seinem Hobby, dem Malen. Rückblickend kann ich sagen, ich habe manche Ziele erreicht, aber auch nicht alle Ziele, die ich mir vorgenommen hatte. Ich träumte zum Beispiel, als ich anfing von einem Familienunternehmen. Es ist mir nicht gelungen, dieses Unternehmen zu halten. Im Gegensatz zu Nixdorf, dem dieses gelungen ist, als rein deutscher Unternehmer, ein heutiges Weltunternehmen aufzubauen. Trotzdem bin ich über dieses Schicksal gar nicht so böse, denn vielleicht lege ich dann auch schon unter der Erde. Das Dasein als Manager ist nämlich ein sehr hartes Dasein. Rückblickend kann ich auch sagen, ich habe oft auch Glück gehabt. Ich hatte das Glück, dass ich im richtigen Augenblick überhaupt die Idee des Computers hatte. Ein paar Jahre später wäre es vielleicht schon zu spät gewesen, weil andere ebenfalls daran arbeiteten. Ich hatte das Glück, dass ich als Soldat eingezogen, bald wieder zurückgeholt wurde. Ich weiß, dass die Kameraden später schwere Verluste gehabt haben. Ich hatte das Glück, noch aus Berlin herauszukommen, das Kriegsende, die Nachkriegszeit so zu überleben, dass ich keinen schweren Schaden genommen habe. Ich konnte mit meiner Frau eine Familie gründen. Wir haben mit der Zeit 5 Kinder gehabt, konnten sie großziehen. Es ist mir vielleicht nie so ganz gut gegangen, aber auch nie so ganz schlecht. Ich kann noch arbeiten und kann gewisse Ideen entwickeln, weil ich überlebt habe. In den späteren Jahren werden Konrad Zuse zahlreiche Ehrungen im In- und Ausland zuteil. So verleiht zum Beispiel Roman Herzog am 11. Juli 1995 Konrad Zuse für dessen Lebenswerk das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband. Das Merkwürdige, was ich nie vergessen werde, er saß so links neben mir und hat also immer, wie ich, mein Eindruck war, er hat immer sich Notizen gemacht. Nicht? Also ob er aus unserem Gespräch also, aufschreiben wollte, was er gesagt hat, was ich darauf gesagt habe. Und mich hat das etwas irritiert. Ich habe mir also schon überlegt, ob ich ihm mitteilen soll, er soll das jetzt gefälligst unterlassen. Aber bei so einem großen Mann, der auch noch erheblich älter als ich war und gerade eine sehr hohe Ehrung bekommen hatte, macht man das nicht. Und wir haben uns dann also nach über 1,5 Stunden eines sehr angeregten Gesprächs und er immer mit seinen Notizen, haben wir uns voneinander verabschiedet und ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Er ist ein Jahr später, wenn ich mich recht erinnere, gestorben. Das Überraschende war nur, dass er sich gar keine Notizen gemacht hatte. Es war ein ungerechter Verdacht von meiner Seite. Kaum war er tot, ist einer seiner Mitstreiter bei einem Gartenfest im Schloss Bellevue, im Park des Schloss Bellevue, auf mich zugekommen und hat mir ein Bild überreicht im Auftrag des verstorbenen Konrad Zuse. Und das war nun ein Porträt von mir, aber ein Zuse. Also der Maler war Zuse und ich war das Objekt. Und ich wusste gar nicht, dass Konrad Zuse malte und vor allen Dingen, dass er Porträts malte. Aber mir war dann natürlich blitzartig klar, dass der seinerzeit keine Notizen gemacht hatte, sondern Skizzen für dieses Porträt. Aber ich habe dann mich auch darüber kundig gemacht. Konrad Zuse hat auch einige Selbstporträts gemalt. Und so die Art, wie er meine Haare stilisiert hat, die er gar nicht so gesehen haben kann. Er hat mir wesentlich mehr Haare zugeteilt, als sie heute noch auf diesem Haupte sind. Die Art war also eigentlich von den Selbstporträts, sodass ich im Spaß immer sage, das Bild ist das arithmetische Mittel zwischen Konrad Zuse und Roman Herzog, aber ich bin deutlich zu erkennen und ich liebe das Bild schon wegen der Erinnerung an diesen so vielseitigen und letzten Endes ja auch ungeheuer verdienten Mann. Zuse pflegt weiterhin den regen Gedankenaustausch mit seinen Freunden und Wegbegleitern und lädt sie auch zu familiären Festlichkeiten ein. Zum 75. Geburtstag bekam er einen PC von der Firma Siemens geschenkt, wusste das aber noch nicht, der war erst auf dem Wege, wurde da am gleichen Tage von einem Reporter gefragt, Radioreporter, ob er denn einen hätte. So ein Ding will ich nicht. Das hat er auch abgelehnt.
Das hat er da, und das war natürlich dann doch nach Hause gekommen, aber schließlich wurde es dann nachher in seinem Sekretariat in Hünfeld, wurde es dann verwendet. Den Computer selbst hat er erfunden, hat ja nachher auch bei der Weiterentwicklung noch immer wieder mitgearbeitet, aber für seinen Hausgebrauch oder für sein Büro hatte er keinen nötig. Zuses Geburtstag lief immer ruhig ab, nur die Runden, der 75., der 80., der 85., der letzte. Und die durfte ich immer in seinem Namen mit organisieren. Ein Höhepunkt war, werde ich nicht vergessen, sein 85. Geburtstag. Ich konnte in Hünfeld dabei sein. Die vielen Ehrungen, die er da erfahren hat, haben ihn ja sehr bewegt. Und ich habe auch dann an dem familiären Mittagessen dort teilgenommen und habe erkannt, dass er auch eine Vaterfigur war. So seine warmherzige Art und Weise und alles, was er sagte, hatte Hand und Fuß. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ich habe auch von ihm mal einen Brief bekommen, auch, wo er sich bedankt hat. Und ich habe ihm wieder geschrieben und diese Dinge. Und dann hat uns natürlich dann sehr betroffen gemacht, dass sein plötzlicher Tod, kurz eigentlich nach der Ehrenbürgerverleihung in Hoyerswerda, das hat einen so getroffen, als wenn der Vater gestorben ist. Am 18. Dezember 1995 stirbt Konrad Zuse in Hünfeld bei Fulda. Konrad Zuse ist im Dezember 1995 in Hünfeld verstorben. Ich war im Dezember nochmal bei ihm und er sagte mir, dass der liebe Gott ihn noch nicht holen soll, noch etwas länger leben will, denn er hat noch viele Gedanken und Ideen in der Schublade, die er noch verwirklichen möchte. Und ich soll mich auch dafür einsetzen, dass das, was wir zusammen erarbeitet haben, erhalten bleibt. Zuses langjähriger Freund und Wegbegleiter Kurt Pauli gründet im Jahre 2002 die gleichnamige Stiftung. Stiftungszweck ist die Förderung begabter und motivierter junger Menschen im Bereich der Informationstechnologie. Das Lebenswerk von Konrad Zuse hat dabei Vorbildcharakter.